Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer auf dem Reiterhof 1. So, wir stehen jetzt hier gerade bei Mosaik in der Box und der möchte gerne gefüttert werden. Da denke ich mal, tun wir das auch direkt. Ja, ihr seht schon, hier ist die Leiter. Da werden wir uns aber auch gleich drum kümmern. Erstmal werden wir das Pferdchen füttern. Los, blinke, Eimer, Eimer. Ach da, okay. Das hat die Aria nicht gesehen. So. Und Futter, Marsch. So, dann gucken wir gleich noch was. Alpha möchte. Ich glaube, es hieß Alpha, ne? Ich hoffe. So. So, sorry. Ich bin einmal kurz rausgetappt. Das wollte ich gar nicht. Alpha, ja. Okay, gut. Du möchtest gestriegelt werden. Das machen wir natürlich sofort. So. Und zack. So, dann gucken wir gleich noch, ob ein Mosaik noch was möchte. Sonst, wenn nicht, gehen wir mal die Leiter hoch. Und schauen da mal. Gut, du möchtest gerade nichts, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Beziehungsweise die Leiter. So. Oh. Hier ist es aber dunkel und gruselig. Voll gruselig. So, da ist eine Schublade. Die letzte Generation von Rosemont Hill. Die ehrenwerte Familie Lawrence lebt nun schon in der 5. Generation auf Rosemont Hill. Der Hof ist seit jeher vom Vater an den Sohn weitergegeben worden. Und als nächster sollte der junge Adam Lawrence die Erbfolge antreten. Aber die beschaulichen Tage von Rosemont Hill sind gezählt. Mr. Lawrence schuldet dem Finanzmakler Mr. Willoughby seit vielen Jahren eine große Summe Geldes. Die beiden sind seit langem befreundet und haben viele erfolgreiche Geschäfte zusammen getätigt. Aber wie es scheint, hat Mr. Lawrence zuletzt ein paar verlustreiche Investitionen gemacht und ist nun gezwungen, den Hof zu verlassen. Mr. Willoughby möchte das wundervolle Gutshaus noch diesen Winter beziehen. Ja, gut. Da sieht man, eigentlich sind wir die richtigen Leute, die da eigentlich wohnen sollten. Das hat sich nur dieser... So war das also. Wirklich schade, dass uns Rosemont Hill nicht mehr gehört. Ja. Weil eigentlich gehörte dieser Annie das. Also sie hätte das eigentlich bekommen sollen. Aber dieser Willoughby hat sich das einfach mal unter den Nagel gerissen. So, hier ist noch eine Truhe. Mit irgendwas drin. Oh, das sieht man ganz schlecht. Oder ist da gar nichts drin? Ist das erst in der nächsten? Scheint erst in der nächsten zu sein. Gut, aber auf jeden Fall haben wir schon mal erfahren, dass uns das ja eigentlich alles gehört. Im Prinzip. Ne? Das ist schon... Ja, ein starkes Stück. Das ist unsers hier. Unser Grund und Boden. So, Mosaik, was möchtest du haben? Erzähl mal. Was möchtest du? Hm? Möchtest du reiten? Möchtest du abgespritzt werden? Möchtest du einen Apfel? Möchtest du gestreichelt werden, gestriegelt werden? Möchtest du auf die Weide? Nicht ausmisten, bitte. Ha! Reiten. Perfekt. Da würde ich aber sagen, wir machen diesmal. Nehmen wir erstmal die Trense. Dann machen wir diesmal den langen Parcours zuerst, damit ich den dann nicht nochmal 50 Mal nachreiten muss, wenn ich das Turnier nicht schaffe. Das hatte ich nämlich letztes Mal das Problem. Ich musste das 6-7 Mal dann noch reiten, bevor ich dieses blöde Turnier machen konnte. Das war schon echt beknackt.
So, Sattel. Und dann geht's auf Reisen. Na gut, nicht wirklich. Es geht einfach nur den Stall raus. Ihr wisst, was ich meine. Denke ich. Hoffe ich. Meine ich. So. Und da können wir auch gleich dann nochmal den Unterschied sehen. Wer jetzt schneller ist. Also so hier. Gut. Alpha war genauso schnell. Aber hier, wenn man nicht im Dings ist, sind die eigentlich im Prinzip immer gleich schnell. Aber ich finde, hier merkt man das schon, dass das Pferd schneller ist. Besonders auch im Turnier. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen Vertrauen fassen zu dieser Leertaste, ne? Und zu dem Springen hier. Das hat in der letzten Aufnahme hat mich das ziemlich viel Vertrauen gekostet hier. Ups, sorry. Nee, weil einfach manchmal ist das Pferd nicht gesprungen und deswegen muss ich da irgendwie wieder ein bisschen Vertrauen fassen. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob Mosaik das schafft. Aber es kann natürlich auch sein, also ich habe eigentlich nie wirklich gefailt. Oh, okay. So geht's auch. Nee, aber wirklich, ich habe eigentlich nie früher gefailt. Deswegen hat mich das so verwundert. Dass das dieses Mal so ist, weiß ich nicht. Ob das am Betriebssystem liegt? Hä? Springt nicht, aber ich kriege keine Verweigerung. Okay. Ich meine, soll mir recht sein, nur dass es halt im Turnier nicht so passiert. Das wäre schon echt cool, wenn das da nicht passiert. So. Letztes Hindernis. Über das kann man einfach drüber laufen. Das finde ich voll witzig. Zack. Habe ich auch noch nicht gewusst, dass man da einfach so drüber latschen kann. Tolle Leistung. So. Abbiegen. Melissa steht da. Sollten wir mit der reden? Wir gehen einfach mal hin. Was von uns? Hallo Annie. Du solltest lieber viel trainieren, wenn du mich im nächsten Wettkampf schlagen möchtest. Ich habe viel geübt. Dann glaube ich, wirst du es gut machen. Mann, wie nett wir trotzdem noch sind, ne? Oh. Also in echt wäre ich ja schon ausgeflippt, ne? Ja, du solltest besser noch ganz viel üben, damit du mich Meisterin schlagen kannst. Da steht Komet. Ach, Pferdchen, du kannst nichts für deine Besitzerin, ne? Nein! Ausmisten! Ach nee. Das ist doch nicht dein Ernst. Oder? Naja, gut. So. Blinke Pferd. Ah, da muss man echt immer rausfinden, wann die blinken, ey. Das ist nicht ganz einfach. Manchmal. Achso, Schaufel war hier. Aber wir brauchten ja sowieso erstmal die Schubkarre. Gut. Erstmal die Schubkarre, so wie. Ich guck mal hier. Reinigen den Boden von in Kometsbox. Box. Ach so, müssen wir ja auch noch machen, ne? Dann können wir das ja gleich in einem Rutsch machen, würde ich sagen. Ich bin wieder am Kloß im Hals. Das ist doch nicht wahr.
So, machen wir erstmal unser Pferdchen. Und dann das von Komet. Weil dann haben wir das gleich in einem Abwasch gemacht. Haben wir das gleich erledigt. Und dann, ja. Schaufel, magst du zu mir kommen? So, misten wir erstmal aus. Ich mag ausmisten nicht. Also das hier geht ja noch, aber dieses immer rausgehen und dann versuchen aus der Tür wieder richtig rauszukommen. Das ist schon doof immer. Ah, ich liebe dieses. Die Schubkarre vor dem Stall ausleeren, wenn sie voll ist. Okay. Kann man machen, Madame. Hatte ich sowieso vor. Ich wollte das jetzt nicht wieder wegstellen. Ich glaube, kann man das dann damit überhaupt noch wegstellen? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall gilt damit das Ausmisten ja nicht. Leider. So. Bringen wir die Karre weg. So. Oh, wünscht mir Glück. Drückt mal die Daumen jetzt gerade. Ich bringe die Sachen lieber an die Stelle zurück, von wo ich sie habe, bevor ich den Stall verlasse. Das geht ja so viel einfacher. Oh. Okay, ich glaube, dann gehe ich jetzt immer komplett raus. Mal gucken. So, wir müssen ja noch Komets Box ausmisten. Das ist diese hier. Hoffentlich, wenn nicht, habe ich dann halt einen anderen Stall noch mit ausgebüstet. Na. Komm her, Mist. So. Ich muss die Schubkarre vor dem Stall klären, wenn sie voll ist. Danke, dass du mich immer ganz liebenswürdig daran erinnerst, dass ich die Schubkarre ausleeren muss. Dankeschön. Was würde ich nur ohne dich tun, Annie? Da musste ich hin, ne? Ich bringe die Sachen lieber an die Stelle zurück, von wo ich sie habe, bevor ich den Stall verlasse. So, lassen wir die Tür erstmal zugehen. Dann können wir sie wieder schön aufmachen. Und dann gehen wir hier ganz gemütlich rein. Danke, Tür. Sie hat uns das Leben gerettet, die Tür. Danke. Ja, gut, haben wir das auf jeden Fall schon mal. Und schauen wir gleich noch, was Alpha möchte. Wenn er jetzt auch noch ausgemistet werden möchte, dann schreie ich hier aber. Dann, möchtest auch geritten werden? Ja, Mai. Nee, das schaffen wir aber heute nicht mehr. Tut mir leid. So, dann, stelle ich mich mal hier auf die Stallgasse. So, dann würde ich erstmal sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!